Aber auf jeden Fall stinkt das richtig doll. Ich habe daran gerochen. Alter, der eine hat einen Arm verloren. Aber die ganze Umgebung hier, Dampf. Willkommen zu meinem Vlog. Heute sind wir in Chichibu. Chichibu, eine kleine Insel. Gleich gehen wir in einen Onsen. Wir sind hier in unser neuen Hotel eingecheckt. Wir wissen nicht, was hier alles gibt. Das ist alles kostenlos. Da kann man ein paar Games spielen. Und hier Instant Coffee und so. Dieser Raum generell. Man kann sich hier hinsetzen und einfach Netflix schauen. So, auch so um 0 Uhr, wenn ich möchte. Hier draußen ist sogar eine Raucherzone. Wir gehen jetzt raus und schauen, was die Stadt so alles gibt. Es ist zum Glück nicht so kalt wie in Chichibu gewesen. Oder jetzt ist es nicht so kalt auf jeden Fall. Dafür bewölkt. Es ist wirklich nicht schön. Unser Hotel ist nah am Strand, aber wir werden sowieso nicht zum Strand gehen, weil es zu kalt ist. Du willst zum Strand? Zu dieser Temperatur? Ah ja, meine Schuhe, mein kleiner Zeh, mein linker kleiner Zeh tut jetzt sehr doll weh. Und meine Hacke, die tut auch richtig doll weh. Ich musste vorhin in der Bahn noch Latschen anziehen, damit ich es aushalten konnte. Aber jetzt muss ich die ganze Zeit so humpeln. Richtig rag. Wir sind jetzt hier beim Onsen. Wir sind hier ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ich war auch beim Strand, der war so hässlich. Der war nicht mal es wert, das zu filmen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da rein und chillen, schauen, was wir machen können, weil heute habe ich eh nichts vor. Lass schauen, was da drin ist. Onsen sind hier. Also ich war ja gerade baden und da waren nur nackte alte Männer. Auch so ab 35 waren auch noch ein paar, aber da waren richtig viele alte Männer und man muss da richtig Überwindung haben, nackt runterzulaufen und sich ins Bad rein zu chillen. Und es ist richtig, richtig, richtig heiß. Und da, wenn du so nach 5 Minuten so rausgehst, wird dir sogar ein bisschen schwindelig und so, Digga, fällt fast runter. Also, ich bin rausgegangen, hab Shampoo geholt, bin runtergegangen, bin nochmal reingegangen. Beim zweiten Mal, wo ich reingegangen bin, war es so ein schönes Gefühl, so ein richtig gutes Gefühl. Kaum meinte, mein Gesicht war richtig rot, richtig so leicht angeschwollen, könnte man sagen. Aber es war schön. Heute besuchen wir einen. Wir sind in Beppu, in einem Gebiet, wo es viel Dampf. Ich weiß nicht, ob es Onsen sind oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt da richtig viel Dampf raus. Wir sind hier an einer Stelle. Aber so dampft das eigentlich. Finden wir es daraus? Hier kommt so viel Wasserdampf raus und das Wasser stinkt. Das ist so Abflussdampf, ich weiß nicht, was das ist, aber auf jeden Fall stinkt das richtig doll. Ich habe daran gerochen. Es ist warm und stinkt leider. Habt ihr vergessen? Es stinkt. Aber die ganze Umgebung hier, Dampf, da. Hier sind bestimmt noch ein paar Onsen. Ah, wir gehen gleich nochmal in eine Onsen, aber eine teure. Da sind wir alleine und ich kann das filmen. Seid ihr ehrlich, freut ihr euch drauf? Denn ich freue mich drauf. Ich zeige euch mal, wenn ich mich jetzt hier so umdrehe, sind hier viele Touristen und überall ist hier Wasserdampf. Es gibt hier so 7 Quellen und wir sind gerade in einer. Wir werden noch so einige besuchen, so Wasserdampfquellen, so heißes Wasser einfach. Man könnte, wenn man krass ist, einfach da reingehen. Ist so mäßig wie eine Onse, aber es kommt auch richtig viel Wasser. Es riecht okay, also es stinkt nicht wirklich, sondern es ist halt einfach wie Wasser, was dampft. Zum Glück, nicht so wie da hinten, Alter. Es sieht auf jeden Fall hier richtig, richtig krass aus. Mal schauen, wie die anderen aussehen. Aber ich zeige euch erstmal, wie es hier so richtig aussieht.
Krokodilen hier, die chillen einfach die ganze Zeit im warmen Wasser. Also es ist nicht übertrieben heiß, aber man sieht schon, dass es leicht dampft. Zwar nicht wie dort hinten, aber schon etwas. Ich glaube schon so ein bisschen fast so warm wie ich in einer Onsen gestern. Zwar, glaube ich zumindest. Aber ich frage mich, warum hier so viele Krokodile mäßig gefangen gehalten werden. Als wäre es interessant, also so ein paar hätten gereicht, aber hier ist eine ganze Bande, Alter. Ich glaube schon, die kämpfen. Nicht, doch nicht. Hier sind schon so mindestens 30 bis 40 Krokodile. Alter, der eine hat einen Arm verloren. Tschüss. Kranke Sache hier.